Und damit herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind nun im dritten Kapitel, das Auge Innors. Da ist nichts zu holen. Und es spielt eine bedrohliche Musik. Und um sicher zu gehen, dass hier nicht irgendein Unglück passiert, speichere ich erstmal eine Runde und dann muss ich husten. So, da bin ich wieder. Das tat gut. Ich bin halt leider immer noch ein bisschen erkältet. Aber, naja, was soll's. Ich bin hier wieder in Corinis auf dem Weg zurück zur Stadt. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte, wo ich hier eigentlich bin. Ah, da unten in diesem seltsamen, ausgegrauten Gebiet. So. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt's in einem neuen Kapitel auch neue Gegner. Moment, da kann ich doch hoch. Na, das sehe ich aber. Es gibt ein anderes Spiel, das ich auch noch let's playen will. Da gibt es so eine Stelle, wo man hier an so einer Seite hoch kann. Und das sieht man halt wirklich nur, wenn man in die Gegenrichtung läuft. Ist aber ein wichtiger Bestandteil des Levels, dass man dorthin kommt. Und wie gesagt, es ist das Spiel meiner Kindheit sozusagen. Und deswegen bin ich da seitdem ein bisschen drauf sensibilisiert. Ein bisschen für sensibilisiert. Für solche Geschichten. Für solche Schrägen an der Wand und so. Komm schon! Ach, komm schon! Da kannst du doch hochklettern. Stell dich nicht so an. Geht's doch weiter, oder? Geht's ja echt nicht weiter? Nö, hier geht's wohl echt nicht weiter. Schade. Hätten wir vorstellen können, dass es hier so einen zweiten Weg hinaus gibt. Zumal ja hier drüben auch Xadas Turm ist, ne? Vielleicht so eine Abkürzung oder so. Aber nö. Da lag ich dann wohl falsch. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass ich da nicht runterfalle und sterbe. Ich habe zwar gerade gespeichert, aber das heißt nicht, dass ich Lust habe zu... So viel dazu. So, da bin ich wieder und ich habe hier gerade nochmal gespeichert, denn da vorne ist ein Gegner und ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Schauen wir doch mal. Er sucht. Vielleicht kann ich ihm helfen. Was finden. Du hast den Weg der Magie gewählt, um uns zu bezwingen. Ein cleverer Schachzug, aber auch das wird dir nichts nützen. Okay. Ah! Warte mal, du kannst zaubern? Hey, das kann ich doch auch. Schauen wir mal, ob das was abgezogen hat. Nö, nicht wirklich. Er scheint also relativ immun gegen Magie zu sein. Und so richtig Schaden kann ich ihm auch nicht zufügen. Zumindest mit dieser Waffe. Wie sieht's denn mit dem Magierstab aus? Das ist hier eigentlich eine schwächere Waffe, aber vielleicht... Nope! Aber vielleicht macht ja der Magierstab mehr Schaden. An so einem magischen Wesen. Das ist ja denkbar, dass da irgendeinen Bonus gibt. Das probiere ich jetzt noch mal aus. Ich schnappe jetzt gleich mal den Magierstab und probiere es mal aus. Und wenn das nicht hilft, ja, dann weiß ich auch nicht. Was habe ich denn vergessen? Eispfeil friert leider nicht ein. Gut, ich könnte mir ein Skelett erschaffen. Ich könnte... eine Windfaust. Damit könnte ich ihn vielleicht in die Luft heben. Und einfach abhauen. Das wäre eine Idee, ja. Das wäre eine sehr gute Idee vielleicht. So, das kennen wir. Nipp. Das bringt's auch nicht wirklich. Alles klar. Ich werde hier sowieso verlieren, weil ich die Windfaust nicht ausgewählt habe. Also kann ich auch gleich wieder laden. Oder versuche ich es mit Eispfeil. Eispfeil ist... Nee, Eispfeil friert leider nicht ein. Das klappt nicht.
Was habe ich denn? Ich habe Angst. Da brauche ich aber den dritten magischen Kreis für. Ich habe heiliges Licht. Das könnte funktionieren. Bei so einem fiesen, unheiligen Wesen. Und um sicher zu gehen, werde ich jetzt aber hier auch gleich mal die Windfaust noch dazu packen. So, einmal speichern nochmal. Sicher ist sicher. Nein, nicht Feuerpfeil. Heiliges Licht. Sehr gut. Ja, dass das jedes Mal kommt. Okay. Das bringt halt irgendwie gar nichts. Oh, und jetzt ist meine Schriftrolle kaputt. Das ist ja lustig. Wenn ich die Schriftrolle einsetze und es dann abgebrochen wird, dann ist die Schriftrolle verbraucht. Das finde ich ein bisschen uncool. Und dass ich hier falsch geladen habe, ist auch nicht wirklich gut. Dann bleibt mir nur noch die Windfaust. Oder halt einfach dran vorbeirennen und hoffen, dass er mich... Draußen sind die beiden Ritter, ne? Die könnte er natürlich umgelegt haben. Ich weiß ja nicht, wo er herkommt. Ob er von drinnen kommt oder von draußen. Wenn er von draußen kommt, sind die Ritter wahrscheinlich tot. Sag mal, nimm mal hier die Windfaust. Ah, jetzt. Was? Was ist los? Woran fehlt's? Zu wenig Mana? Windfaust, Mana kosten Minimum 20, Maximum 80. Ich hab... Oh, ich hab 15 Mana. Okay, alles klar, sehe ich ein. Dann futter ich mal 15 hinterher. Ach, verdammt. Ich habe ja jetzt mittlerweile 35. Egal. Reicht trotzdem. Nimm das, Bösewicht. Was? Das macht nur Schaden? Oje. Na dann, ab nach draußen. Autsch. Oh, die Ritter sind tot. Immerhin. Er ist so blöd, nicht zur Seite zu laufen. Und hier ist ein Teleport zum Pass im Minental. Sehr cool. Das freut mich. Das hatte ich doch schon länger mal vor, Runen auch für diese Welt zu finden. Jetzt habe ich endlich eine. Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Wow, und da ist die nächste Teleport-Rune. Wer sagt's denn? So, erstmal einen Apfel essen. Ist gesund. Dann heile ich mich ein bisschen. Und da ich jetzt zu Xardas will, brauche ich halt auch nochmal ein bisschen Mana. So. Dort kann ich wieder eine Runde pennen. Das behalte ich mal. 6, 7... 7 und los geht's. Ich will mich hier gar nicht umschauen, weil da hinten links von mir war nochmal so ein Suchender, rechts war der Drachensnapper. Ich hatte da jetzt gerade ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, mich umzuschauen. Nee, ich habe da alles mitgenommen, ne? Da gibt's auch nichts Neues. Gibt's hier irgendwelche Viecher? Oder irgendwelche Neuigkeiten? Sieht nicht so aus. Naja, ab nach oben. Xardas wartet ja auf mich. Und dann will ich ihn nicht länger warten lassen. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Na, 2000. Knapp 2000. Hey, Digga. Geh mal weg von dem Buch. Ich will das auch mal lesen. Hey. Ich bin zurück aus dem Minental. Das wurde auch Zeit. Was hast du gesehen? Du hattest recht. Das Land wurde überschwemmt von einer ganzen Armee des Feindes. Orks belagern die Burg und Drachen haben ganze Landstriche verwüstet. Wenn mich nicht alles täuscht, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis sie Korinnes angreifen. Lester sagte, du wolltest mich sofort sehen. Was zur Hölle ist in der Zwischenzeit hier passiert? Der Feind hat erfahren, wer du wirklich bist und dass du das Auge Innos in deinen Besitz bringen willst. Er hat die Bedrohung erkannt. Er sah sich gezwungen, aus seiner Deckung hervorzutreten und offen anzugreifen. Das Versteckspiel hat ein Ende. Während gestern noch nicht klar war, wie der Angriff des Gegners aussehen würde, kann man es jetzt kaum noch übersehen. Ich bin von Magiern in schwarzen Roben angegriffen worden. Der Feind hat viele Gesichter.
Die Suchenden sind eines davon. Sie sind die eigentlichen Drahtzieher des Feindes. Sie haben sich an den wichtigsten Orten in Stellung begeben und warten nur noch auf eine Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Geh ihnen aus dem Weg. Sie sind sehr mächtige, magische Wesen und werden versuchen, dich mit allen Mitteln aufzuhalten. Jep, hab ich gemerkt. Ich habe endlich den Beweis, den Lord Hagen von mir verlangt hat. Was für ein Beweis ist das? Ich habe einen Brief von Garond, dem Kommandanten der Paladine im Minental, erhalten. Darin fordert er Verstärkung an. Das sollte diesen militanten Feldherrn überzeugen. Gut gemacht. Was ist jetzt der nächste Schritt? Ach, komm schon. Geh und bringe Lord Hagen den Brief von Garond. Ach nee. Damit er dir den Zugang zum Auge Innos gewährt. Nein. Dann begib dich ins Kloster und sprich mit Pyroka. Er muss dir das Auge aushändigen. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Artefakt in Sicherheit zu bringen. Geh jetzt, bevor es zu spät ist. Der Feind wird ebenfalls versuchen, sich dessen zu bemächtigen. Yo, das war ja eigentlich schon vorher klar, dass ich das Auge brauche. So, 10.37 Uhr bei Xardas. Ich hau mich mal ins Bett. Lester ist ja jetzt nicht mehr da. Bis zum Mittag. Ne? Jetzt ist der 21. Tag. Und jetzt ist immer noch der 21. Tag. Das heißt, ich habe nur ein paar Stunden verloren. Nicht, dass es wirklich irgendwas ausmachen würde, wie lange man hier in-game verbringt, aber... Um das Ganze ein bisschen plausibel zu halten, würde ich dann doch gerne darauf achten. Vor allem im Angesicht der Bedrohung, das Ganze nicht allzu sehr rauszuzögern. Leider habe ich keine Teleportrune für in die Stadt. Ich schätze mal, die kriege ich jetzt bald. Aber leider habe ich sie noch nicht. Ich frage mich ja, ob ich die hätte kriegen können, bevor ich dort war im Minental. Keine Ahnung. Was ich jedenfalls weiß, ist, in jedem Kapitel gibt es neue Gegner. Und zwar sind die Gegner, glaube ich, nicht festgeskriptet, wie viele es gibt, sondern es gibt halt immer so Spawnpunkte für Monster. Oh, und Kavalorn prügelt sich mit Vax. Sehr gut. Immerhin mal einer für mich. Erfahrung und so. Kavalorn, weg mit dir! Nein, nein, nicht auf Kavalorn, auf den Bark. Okay, ich glaube, ich lasse Kavalorn die Geschichte erledigen. Das hat irgendwie doch nicht so gut geklappt. Ich dachte, das wären die wolfsähnlichen Viecher. Ach nee, das waren Keiler, gell? Vargs sind die Ork-Viecher. Ach, verdammt. Habe ich wohl verwechselt. Na gut. Dann lasse ich das Ganze mal Kavalorn alleine erledigen. Vielleicht hat er ja was Neues zu erzählen. Ach ja, genau, mit den Gegnern. Es gibt Spawnpunkte und in jedem Kapitel ist dann halt festgelegt, an welchem Spawnpunkt wie viele Gegner spawnen. Und dadurch ist es halt so, dass überall, wo man war, nochmal Gegner kommen können. Auch wenn man dort schon aufgeräumt hat. Zum Beispiel würde es sich wahrscheinlich lohnen, wieder runterzugehen in das kleine Tal, wo ich Lester am Anfang getroffen habe. Einfach weil... Ich fixiere mal auf Kavalorn, um zu sehen, wie es dem geht. Einfach weil dort unten wahrscheinlich neue Gegner sind. Wahrscheinlich auch stärkere, die mehr Erfahrung geben. Aber so wie es aussieht, ist Kavalorn unbesiegbar. Ich schätze mal, er ist ein wichtiger Quest-NPC. Was natürlich dafür spricht, jetzt mit ihm zu reden. Varg. Ich habe einen anderen Varg da hinten. Ach, komm schon, Kavalorn. Das schaffst du. Tja, ne? Ich glaube, ich gucke mir das Ganze mal an. Kavalorn wird es schon irgendwie schaffen, er ist unbesiegbar. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder, wenn ich mit Kavalorn reden werde.